Die Bundesregierung will den Austausch auf klimafreundliche Heizungen mit staatlichen Subventionen fördern. Hierzu würden in den kommenden Jahren ausreichend Mittel bereitgestellt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen. Eine Gesamtsumme dafür wurde allerdings nicht genannt. Bei selbstgenutztem Wohneigentum soll der Fördersatz auf 30% vereinheitlicht werden, wie es weiter hieß. Wer seine Öl- oder Gasheizung bzw. seinen Kohleofen schneller als gesetzlich vorgegeben austauscht, soll einen Bonus von 10% zusätzlich zur Grundförderung bekommen. Die Antragstellung soll zeitlich gestaffelt werden, um die Nachfrage nach Handwerkern und bestimmten Produkten zu steuern und die Preise nicht zu stark nach oben zu treiben. Wichtig ist, dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass wir in Deutschland unsere Heizung modernisieren. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechtfertigte die Pläne der Ampelregierung zur Umstellung auf klimafreundliche Heizung. Es müsse jetzt eine Modernisierungsoffensive geben, weil dies viele Jahre versäumt worden sei. Also wenn man sagt, ihr könnt weiter, mit den Wärmepumpen gibt es hier und da ein Problem, dann kann die Antwort ja schlechterdings nicht sein, weil es da ein Problem gibt oder Fragen auftauchen, bauen wir weiter Gas- und Ölheizung ein, als gäbe es keinen Morgen. Und da ist heute ein wirklicher Schritt gegangen worden und ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Schritt dann auch zu einer schnellen Verabschiedung im Deutschen Bundestag führen wird. Es werde keine Einkommensprüfung bei der Förderung geben, sagte Habeck. Alle Bevölkerungsschichten können also grundsätzlich davon profitieren. Deutliche Kritik kam von der Union. Das Ziel sei richtig, die Umsetzung aber chaotisch, sagte Fraktionsvize Jens Spahn. Auf Mieter und Immobilienbesitzer kämen jetzt enorme Kosten zu. Zudem seien die nötigen Handwerker gar nicht verfügbar.